Ihr habt kein Geld und wisst nicht, was ihr nicht kaufen solltet? Dann ist das Video für euch, denn wir präsentieren euch 30 Spiele, nein, Spiele über 30 Euro, die ihr Geld nicht wert sind. Und es war auch definitiv kein Vorschlag von irgendjemandem von euch. Und starten wir einfach mal leicht kontrovers. Pokémon, jeder Teil ab dem zweiten oder so. Ich bin einer von den Kindern gewesen, die es geschafft haben, ihre Eltern zu überzeugen, dass sie die rote und blaue Edition brauchen. Du hast auch keine Geschwister. Richtig, ich habe immer alles bekommen, Mann. Und immer wieder habe ich Jahr für Jahr Pokémons gekauft. Ja, Pokémons. Und jedes Mal dachte ich mir aufs Neue, warum? Das ist genau das Gleiche. Nur, dass ich jetzt einen Kronleuchter fangen kann. Den gegen einen Besen kämpfen lassen kann. I get it, Pikachu ist super süß und ein paar andere vielleicht auch. Kindern ist die Geschichte nicht so wichtig und dann ist es auch egal, dass sie dieselbe immer und immer wieder benutzen. Nur diesmal ist es Team Pink und Team Lasagne oder so. Außerdem ist es frustrierend, dass man immer wieder zusehen muss, wie der Entwickler Game Freak sich absolut keine Mühe gibt, obwohl es so das milliardenschwere Franchise ist. Sie stecken da so wenig Mühe und Geld rein und kriegen so viel raus. Und da muss man einfach mal ehrlich sagen, Pokémon kann Spaß machen, aber es ist definitiv keine 60 Euro wert. Auch nicht die 3D-Dinger, weil die sind ungefähr genau dasselbe. Nur in Wüste. Die sehen wirklich scheiße aus. Es ist so langweilig. Mein Gott. City Skylines 2. Bleiben wir gleich bei Games, die eigentlich gar nicht so scheiße sind, aber trotzdem irgendwie in diese Liste gehören. City Skylines 2 ist einfach unfertig. Also der Release war sehr enttäuscht. Und sie haben jetzt noch verschiedene Patches rausgehauen, die das Spiel auf jeden Fall verbessert haben. Aber wenn man es halt mit City Skylines 1 vergleicht, dann lohnt es sich nicht gerade City Skylines 2 zu kaufen. Vom Prinzip her macht es Spaß und ich habe es jetzt auch nochmal gespielt und es war witzig. Aber du kannst keine Assets reinladen. Du hast keinen Workshop, wo du tausende von geilen Gebäuden runterladen kannst und halt eine wirklich geile Stadt bauen kannst, wie du es in City Skylines 1 kannst. Deswegen lohnt sich momentan City Skylines 2 nicht, weil kauft euch lieber City Skylines 1 und wartet. Irgendwann wird's hoffentlich gut sein. Irgendwann. Concord. Als wir dieses aufwendige Skript angefangen haben, was definitiv nicht nur eine Stichpunktliste ist, gab es dieses Spiel tatsächlich noch zu kaufen. Aber halt, man kann es nur digital nicht mehr kaufen. Ich habe hier gerade eBay offen. Oder geht das Spiel für satte 59 Euro weg? Oder 49? Oder 45,99? Oder 44,95? Oder 77,77? Oder 9? Aber du kannst damit dem Ding nichts anfangen. Also lohnt es sich noch weniger als vorher, das zu kaufen und ist somit zu Recht in dieser Liste. Far Cry 6. Ich war ziemlich überrascht, weil Ubisoft-Spiele normalerweise sehr schnell im Preis droppen und die dann für 1 Euro bei Aldi hinterhergeschmissen werden. Aber Far Cry 6 kostet tatsächlich immer noch 60 Euro und das ist das große Problem. Bei Far Cry 6 würdest du spielen, wenn du denkst so, hey, ich hab mal wieder Bock auf ein Far Cry. Was du ja nur sagen würdest, wenn du bereits ein Far Cry gespielt hast. Was wahrscheinlich heißt, dass du eins besitzt. Und dann kannst du lieber das nochmal spielen, wie ich vor kurzem nochmal Far Cry 3 gespielt habe, anstatt das Far Cry für 60 Euro zu kaufen, um dann zu merken, wow, das ist ja eigentlich wie das andere, nur irgendwie ein bisschen... anders. Das riecht nach Zigarre jetzt. Ja, ganz ehrlich, für 10 Euro ist vielleicht okay, aber 60 Euro. Warum lasst du mich aus? Weil ich puste. Eine Trompete, Mann. Und apropos, wo wir bei Spielen sind, wo wir uns wundern, dass die immer noch so viel kosten. Es ist eins von diesen Spielen, die Firmen zerstört. Aber ehrlich gesagt, haben wir gar nicht so viel Mitleid mit denen, weil was war das? Das ist ja wirklich ein komplettes Desaster auf allen Ebenen. Es ist wirklich schwer zu erklären, wie so ein Spiel zustande gekommen ist, was dann auch noch wirklich released wird. Als ein Trailer kam, konnte man noch sagen, okay, der Style ist vielleicht nicht so meins, aber okay. Aber als dann die ersten Reviews reinkamen von dem Gameplay, das war ja quasi kein Gameplay. Da fragt man sich echt, warum hier der Großenkel vom Tolkien oder so nicht mit der Pumpgun da reingestiefelt ist und gesagt hat, ey, oder wem gehört der Ringe jetzt eigentlich? Jeff? Ist alles Jeffs, oder? Keine Ahnung. Jeff, geh da einfach mal mit der... Ach nee, wir sind ja schon tot. Rise of Kong. Ey, das Spiel haben wir sogar gespielt. Aber nicht, weil wir dachten, dass es Spaß macht, sondern weil wir wussten, dass es sehr, sehr, sehr schlecht ist. Und es war sehr, 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 sehr schlecht. War unglaublich verwirrend. Und am Anfang wusste man nicht mal, wen man eigentlich spielt. Und dann sieht das Game auch noch so aus, als wäre es 20 Jahre alt. Und da frage ich mich wieder, warum kostet dieses Game 39,99? Ich meine, es ist kein Vollpreistitel, ein AAA-Shit. Aber dieses Spiel ist nicht mal irgendwie 1A. Das ist ein Set oder sowas. Also es ist, keine Ahnung. Das kriegt man alleine hin. Besser. Back 4 Blood. Klingt nicht ohne Grund wie Left 4 Dead. Denn es ist nicht nur quasi eine Kopie von Left 4 Dead, sondern auch viele der Entwickler von Left 4 Dead sind in dem Entwicklerteam von Back 4 Blood. Das Spiel hat sehr gemischte Bewertungen. Aber klar, wenn jetzt Left 4 Dead 3 rauskommen würde und es ist quasi nur Left 4 Dead 2 mit ein paar neuen Charakteren und Maps, dann wäre ich auch enttäuscht als Spieler. Und das trifft mit Back 4 Blood quasi zu. Und dafür möchte man noch keine 60 Euro ausgeben. Vor allen Dingen nicht, wenn Left 4 Dead 2 immer noch spielbar ist und weniger kostet. New World. Irgendwie haben die Leute Bock, ihr Leben in ein MMO zu investieren. Und als New World rauskam, sind auch viele auf den Hype-Train gehopst und haben da...
halt. Was macht man eigentlich? Gekämpft in dem Game und gelootet. Ich weiß noch, am Anfang haben ein paar Leute zu mir gesagt, yo, komm mal rüber, lass mal ein bisschen zocken. Und ich war so, fuck you, ich will ein Leben haben. Ich fick MMOs, Alter. Ich fick Frauen. Ja. Im Real Life. Ja, Mann. Doch dann ging's bergab. Einerseits hatten sie ein paar Fehler bei der Programmierung gemacht. Weil normalerweise ist es ja beim MMO so, oder allgemein Multiplayer Games, dass du dich mit einem Server connectest und so die wichtigen Sachen halt auf den Server berechnet werden und du gibst halt nur die Inputs und kriegst halt die Daten zurück, die halt dann bei dem Client halt visualisiert werden. Wenn du halt jemanden abschießt, wird auf den Server halt geprüft, ob du halt wirklich getroffen hast. Und dann wird die Info halt an alle Spieler gesendet, damit es halt funktioniert, damit halt keine Fehler sind. Und bei New World war es anscheinend so, dass gewisse Sachen client-based berechnet wurden. Heißt, es war easy zu hacken und zu manipulieren und irgendwie konntest du anscheinend das Window irgendwie jiggeln und damit Sachen irgendwie machen, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so tief drin, aber es hat dazu Problemen geführt. Ich glaube, irgendwie konnten die Leute auch sehr viel Geld hacken, was halt die allgemeine MMO-Wirtschaft dann versaut hat, was nicht unwichtig ist und halt sehr schwer zu reparieren ist und das hat dann halt ein paar Spieler halt weggeballert. Ich weiß nicht, ob sie es dann aufgegeben haben, aber anscheinend ist es auch so, dass sie sehr, 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 sehr lange brauchen, um neuen Content zu liefern, dass die Leute sich halt langweilen und die Server halt nach und nach halt aussterben. Bei MMOs ist es halt wichtig, eine aktive Spielerzahl zu haben. Ist halt langweilig, wenn du keine Mitspieler hast, beziehungsweise Raids und sowas funktionieren nicht, wenn du keine Teammates findest. Dieses Spiel könnt ihr euch sparen. Sagen Leute, die über 1000 Stunden in dem Spiel haben, was immer so geil ist bei Steam, so, hey, ich habe 5000 Stunden in diesem Spiel, ist scheiße. Okay. Suicide Squad. Keine Ahnung, wie oft man auf ein totes Pferd noch treten kann. Wir tun es immer wieder gerne. Aber die verkaufen das Game halt immer noch für 70 Euro. Was zum Fick? 70 sogar? Sind 70. Sind 69,99. Das sind für mich 70. Ich glaube, eins der Hauptprobleme von dem Spiel ist einfach, dass es sehr schnell, sehr eintönig wird, langweilig, weil das Gameplay halt nicht sehr viel bietet. Ich habe mir ein paar Reviews davon angeguckt. Also die Bosse sind halt wahrscheinlich einfach nur alle kopiert. Irgendwie dieses Oberboss-Alien und so, das ist auch alles nur immer wieder eine komische Kopie. Und die Seasons sind irgendwie scheiße und irgendwie ist alles so bäh. Und eigentlich wundert sich nur jeder, wie konnte Rocksteady, die halt diese geilen Arkham-Games gemacht haben, nur sowas produzieren. Selbst wenn man DC-Fan ist, sollte man dieses Spiel absolut meiden. Aber so eindeutig ist es beim nächsten Spiel nicht. Starfield. Bevor es rauskam, wurde es als No Man's Sky Killer gehandelt. Und wisst ihr, wer am meisten Geld mit dem Game gemacht hat? No Man's Sky ist kein Scherz, tatsächlich. Die Leute haben das Spiel gekauft, waren dann ziemlich enttäuscht und haben dann halt ein anderes Weltraum-Explorer Game gesucht, was dann halt No Man's Sky ist. Und das halt dann gekauft. Dadurch hat es halt Geld für No Man's Sky gebracht. Finde ich witzig. Der Grund, warum viele Leute enttäuscht waren, ist, dass es ein Bethesda-Game war und einfach irgendwie diese Bethesda-Macken hat. Weil Bethesda macht gewissen Sachen einfach so, wie sie es machen und will das irgendwie nicht ändern. Immer wieder dieselbe Engine, die halt immer wieder dieselben Bugs mit reinbringt und dass es irgendwie allgemein ein bisschen unpolished wirkt. Aber das Hauptproblem war wohl, dass das Spiel allgemein irgendwie einfach langweilig ist. Dass die Welten recht langweilig sind, dass es irgendwie immer dieselben Outpost und Structures sind, die du findest, was halt in einem Exploring-Game halt lame ist. Und es gibt halt ein paar Features nicht, die die Leute bei so einem Game, bei einem AAA-Titel gerne gehabt hätten. Zum Beispiel, was du bei No Man's Sky halt kannst. Du kannst von einem Planeten starten, in Weltraum zum nächsten Planeten fliegen und da wieder landen. Du musst zwar von Galaxie zu Galaxie mit Ladenbildschirm wechseln, aber sonst kannst du einfach überall hinfliegen und starten. Und in Starfield hast du halt einen Ladebalken. Und ich mag keine Ladebalken. Niemand mag Ladebalken. Und lustig war auch, dass die Leute anscheinend erst wirklich die Erfahrung sammeln mussten, dass das Spiel enttäuschend ist, weil die Bewertung ging wohl allgemein einfach immer weiter runter. Und es kam halt raus, ein paar haben es gespielt, waren so, hö, und dann war so immer mehr so, ja, jetzt nicht komplett kack, scheiß Pisse, aber auch keine 70 Euro wert. Fallout 76. Bleiben wir einfach mal kurz bei Bethesda. Dieses Spiel war wohl meine schlimmste Multiplayer-Erfahrung, die ich jemals hatte. Aber das kommt halt dabei raus, wenn du ein Singleplayer-Game nimmst mit einer Singleplayer-Engine und das irgendwie in ein Multiplayer-Game verwandelst, ohne wirklich was zu ändern. Und es dann am besten noch 4 Jahre zu früh raushaust. Weil die Bugs waren einfach legendär. Der Release eine Katastrophe. Und es ist mir auch scheißegal, ob das Spiel jetzt gut gepatcht ist oder so. Es hat für immer verkackt in meinem Herzen. Warte mal, es war nie wirklich in meinem Herzen. Also keine Ahnung. Bei Fallout 3 habe ich aufgehört. Ich meine, nee. Also Fallout 3 war eigentlich das einzige Fallout, was ich gespielt habe. Das war ganz okay. New Vegas soll auch ganz okay sein. Gibt lieber da Geld aus. Aber nicht dafür. Ark Survival Ascendant. Es gibt sehr viele Ark-Games und als Nicht-Ark-Spieler ist es ein bisschen schwer herauszufinden, was jetzt die Unterschiede sind. Und anscheinend ist der Unterschied auch hier gar nicht so groß. Es bietet wohl das, was ein anderes Ark-Game-Bündel-Shit eventuell gibt, aber mit einer anderen Engine und besserer Grafik, was nice wäre, wenn es funktioniert.
funktionieren würde. Die Performance ist wohl sehr schlecht und du kannst halt game-breaking Bugs haben, dass es passieren kann, dass dein Speicherstand sich nicht mehr lädt. Das ist ein ziemlich fataler Bug. Also lohnt es sich nicht, das Spiel zu kaufen, wenn es halt andere Arcs gibt, die halt dann irgendwie das gleiche sind, aber eventuell besser funktionieren. Und es gibt wohl so ein paar Features, die dann hinter einer Paywall versteckt sind, die aber relativ wichtig sind zu haben. Oder besonders, wenn es halt um PvP geht, dann halt sehr wichtig sind. Deswegen wohl Finger weg, kauft ein anderes Arc. Oder kauft einfach kein Arc. Ich fand Arc irgendwie komisch. Dabei ist es eigentlich genau so eine Art Game, die ich eigentlich feiern müsste, aber trotzdem fand ich es irgendwie so... Skull and Bones. Das allererste Quadruple-A-Game auf dem Markt und es ist Arsch. Bist du zufrieden, Dean? Ich hab's vorgelesen. Sie hatte eine wilde Entwicklungszeit hinter sich. Angefangen hat's ja als Assassin's Creed Black Flag, nur ohne das an Land. Und jetzt ist es irgendwas Langweiliges auf dem Wasser. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ihr vielleicht merkt. Aber die Steam-Reviews sind nur ausgeglichen, was für mich ein klares Nein ist. Nein. Das sind keine 59 Euro, die ich ausgebe? Ja. Battlefield 2042 ist ein EA-Game. Was soll man noch mehr sagen? Achso, ja, es ist völlig verbuggt, es war total scheiße, es hatte total schlimme Entwicklung gehabt, es ist einfach ein richtig schlechtes Game. Ist auch wieder so ein Game, wo man denkt so, fuck it. Wenn sie jetzt gefixt haben und besser geworden ist, ist es halt so, ja, I don't care. Weil es gibt sehr gute Battlefield-Klons, es gibt da dieses eins, was so eckig ist, das ist sehr, sehr witzig, kann man sehr viel besser spielen. Und es ist nicht umsonst, es ist aber preiswerter. So relativ preiswert, glaube ich. Deswegen, fuck EA. Hart. Gibt wenig Geld vielen Indie-Entwicklern. Oder steckt es irgendwo anders hin, wenn ihr so drauf seid wie Steven?